Oder wir leihen uns ein bisschen was. Und machen den direkt auf 10 Waggons. Mehr können wir nämlich eh nicht. Genau, mehr geht nicht. Wobei, warte mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt habe ich jetzt 12 Waggons hinten dran. Ich wollte nur 10 haben. Ach komm, fährt einfach gleich komplett. Baumaterial, Geiselhöring, warum nicht? Mittelmäßig 75 km/h in 82 Sekunden. So, und herzlich willkommen, das Schweizer Krokodil. Kriegt der den ein? Fahren die gleich parallel? Ne, ich glaube nicht, ne, der ist jetzt schon schneller. Na, leider nicht. Ich möchte mich wieder einen Screenshot machen. Eigentlich von den beiden dann so parallel. Aber das schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich doch. Komm. Stopp. Oh Gott, wie geil. Entschuldigung. Ach, was ist das schön. Schaut euch mal die beiden nebeneinander an. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt stellen wir uns hier vorne hin. Und warten ab. Na, ich stelle mich mal nach hier hin. So, dann sehe ich hier vorne auch wieder abbiegt. Hopp, das war ein bisschen weit. Das hier vorne sieht auch immer noch scheiße aus. Aber gut, alles ist der Reihe nach. Oh, der hat die Dampfung aber ordentlich abgehängt. Sehr schön. Aber gut, die hier können wir eben vergleichen. Ist halt ein bisschen länger, okay, schwerer. Okay, das Krokodil ist schwerer, aber die Leistung, ne, ist der Hammer. Das mehr als das Doppelte. Deshalb braucht er auch für mehr, ja. Der schafft 75 km/h in 82 Sekunden. Das ist natürlich sogar 75 km/h in 4 Minuten. Der hier schafft mal gerade 38 in 3 Minuten. Also, ne? Wahnsinn. Okay, was habe ich jetzt gedrückt? Oh, ich hoffe, ich habe nichts umgestellt. Ich bin auf Eingabe, auf Ende gekommen statt entfernen. Entfernen schließt ja alle Fenster. So, aber ich setze mich mal rein. Ach, das ist auch so schön leise. Wobei, ich mag halt wirklich Dampfloks sehr gerne. Und irgendwann... Ach, schau mal da unten, da unten fährt ein Zug. Irgendwann in den kommenden Minuten... Nein, irgendwann in den kommenden Jahren wird hier ja auch noch ein zweites Krokodil herfahren. Und Passagiere transportieren. Ich hätte mal gucken sollen, wie lange das Krokodil jetzt braucht. Neun Minuten. Aber weißt du was? Dreh mal rum, denn... Na, genau. Im Zweifel wird ja hier oben... ne, er muss ja nicht leer eigentlich einmal komplett zurückfahren. Jetzt braucht er natürlich Ewigkeiten, weil auf dem Berg... Anfahren immer etwas problematisch ist, auch für E-Loks. Aber geht bedeutend schneller als mit einer Dampflok.
Ach ja, ja, so ein paar Schönheitskorrekturen werde ich vielleicht mal offscreen machen. Falls ich dann da noch dran denke. Ja. Was Mut, dat Mut, ne? So, pass mal auf. Zahle ich erstmal alles wieder zurück. Hier oben. Oh ja, hier oben warten schon 25 Baumaterialien. Wir können 96 transportieren. Also wenn hier 100 warten, wäre es schon toll irgendwann. Aber da wird ja auch gerade erst hier umgekrempelt. Der merkt ja jetzt auch erst... Ach, warte mal. Da kommt ja noch was. Und eventuell wird sich das hier auch verdammt schon lohnen, das hier auch auf ein Krokodil zu wechseln, einfach wegen dieser Steigung. Ja, wenn der voll beladen diese Steigung hier nicht hochkommt, macht das absolut eigentlich keinen Sinn. Weil der dampft sich hier ein zurecht. Ist halt direkt nach dem Start geht's direkt in einer Kurve hier ja sehr steil bergauf, ne, wirklich. Sehr, sehr steil bergauf. Hier ist ja kein Problem, auch der Rückweg, absolut kein Problem, aber voll beladen berghoch, ne. 370 Tonnen haben wir jetzt drauf. Weil, nicht vergessen, es wird ja drauf berechnet, wenn man beladen ist, ne, meine ich doch. Wir haben schon 120 geladen. Aber das Gewicht war doch eben noch geringer. Ne? Von daher, das voll beladen. Hier nebenbei auch, ne, genau, 289 Tonnen. Plus 41, weil wir nur ein bisschen was geladen haben. Das wird ja mitberechnet. Und, da ist das natürlich, naja, ich meine, 144 Tonnen schleppt der hier extra noch den Berg hoch. Das ist mehr als die Hälfte des eigentlichen Gewichts. Also, ne? Das ist unglaublich. Da weiß ich nicht, ob es nicht wirklich sinnvoller wäre, hier eine stärkere Lok einzusetzen. Müssen wir machen. Ich kann mal eben ganz schnell schauen. Die nächste Lok, die wir kriegen, ist wieder die Flying Scotsman. Das ist natürlich eine Dampflok. Natürlich mit einer ordentlichen Leistung, gar keine Frage. Danach kommt die AE47 mit dem Büchli-Antrieb. Im Jahr 1927. Die hat dann aber auch schon 2300 kW und 196 kN. Das ist wirklich Wahnsinn eigentlich, aber nun gut. Im Jahr 1927, das wären noch 4 Jahre. Ich meine, wenn der erstmal hier ist, ne, ist das ja alles gut. Nur bis der erstmal ankommt. Deshalb wartet hier auch so viel, weil er einfach nicht hinterherkommt. Ja, ganz klar, ne? Dann macht das Krokodil ja schon geschickter. Na hier, hier geht das Gewicht runter. Das fährt halt praktisch voll beladen bergab, ne? Das kann sich einfach von hinten einfach schieben lassen. Hinten das ganze Gewicht drückt und fährt leer wieder hoch. Das ist natürlich eigentlich optimal. Kann man aber halt nicht immer so haben. Funktioniert halt nicht anders. Weil warum sollte ich jetzt voll... Also, ne? Macht keinen Sinn, merkt er schon. So, wie viel hat es jetzt gebracht? 413.000. Mit wie viel hatte er geladen? 27 Tonnen? Also 27 Einheiten oder wie viel waren es? Bin mir gar nicht mehr sicher. Okay, jetzt habe ich den Zug nicht ausgetauscht. Ich bin auch doof. Ich bin auch sowas von dämlich manchmal, man glaubt es kaum.
Dann schaut euch das mal an, ne? Die schafft hier halt die 23 km/h relativ schnell, bis noch relativ eben und dann geht's hier los. Wir können das mal eben nachschauen. Vom Bahnhof, der auf 158 Meter Höhe liegt, bis zur Brücke sind es 185 Meter. Also, ja, sagen wir mal im Endeffekt, bis wir hier oben am Scheitelpunkt sind, 30 Meter Höhenunterschied. Auf dem kurzen Stückchen. Wie gesagt, für eine spätere E-Loks ist das ein Klacks. Wobei die Wärme da auch Probleme haben, aber das ist. Dann ist der oben, ne? Mit mehr als 26 km/h, die fahren dann hier von mir aus mit 70 km/h hoch von 120 später. Aber auf jeden Fall viel schneller. So. Machen wir das mal eben noch. Hier alles elektrifiziert. So, wollen wir das doch haben. Und das Krokodil ist schon wieder da. 58 warten nach Pasewalk? Was? Warum? Wir sind doch hier so gut wie voll. Was? Schieb das mal lieber rüber hier zum Bahnhof. Leute. Ich habe nicht gegähnt. Entschuldigung. Guck mal, wir können hier mal eine Glaswaage bauen. Weiß gar nicht. Ach, die kostet sogar nichts. Oh geil, ja dann lass uns hier noch einfach mal eine Gleiswaage bauen. Wobei 1924, ja doch, da gab es die glaube ich auch schon. Gut, die hat natürlich keinerlei Effekt, außer dass sie schön aussieht, ne? Was steht da eigentlich? Achso, halt, ja, baut man die eigentlich andersrum? Das geht ja nicht hier. Aber, ne, so kann man praktisch vor der Einfahrt in den Bahnhof nochmal nachmessen, wie viel eigentlich gerade wirklich geladen ist. Oh, hoppala, das wollte ich nicht. Wir können auch noch einen Schornstein irgendwo hinsetzen, wenn wir wollen. Mal in den großen Lokschuppen, aber der ist im Moment sehr teuer. Genau, wartet doch mal. Bevor wir uns jetzt gleich dann den neuen Zug hier oben leisten, oder machen wir das... Ne, da müssen wir eh noch mal ein bisschen warten. Lass uns doch mal schauen. Ja, toll. Gleis. Oh, hoppala. Die Elektrostation. Ne, wo gehört denn das hin? Ach, hier. Die Brückenköpfe. Na, praktisch, dass wir hier dann Mauerwerk haben statt diese komische Aufschüttung. Bahnübergang, Schallschutzwände. Okay, das brauchen wir nicht. Machen wir gleich. Machen wir hier Brückenköpfe hin. Und zwar, wie sollte es anders sein? Natürlich diesen. Der passt, glaube ich, zu der Zeit noch ganz gut. Oder er hier. Der gefällt mir auch immer sehr gut. Aber da ist der hier etwas... Ah, können wir das auf beiden Seiten machen. Ist ja nur eingleisig, ne? Einmal hier so rüberziehen. Okay, das machen wir aber gleich. So. Schicken wir den vorher einmal ins Depot. Und setzen da auch die E-Lok vor. Das Krokodil. Wenn wir schon mal haben, können wir es auch einsetzen. Tschüss. Und herzlich willkommen. Krokodil Nummer 2. So. Was sagt mittelmäßig? 75 km/h in 97 Sekunden. Beziehungsweise 68 km/h in 5 Minuten. Ich bin mal gespannt, was der wohl braucht, um hier hochzukommen. Wahnsinn. Okay.
dann jetzt Einführung in Schönbau. Nein, ist natürlich immer noch lange noch kein Schönbau. Standard oder erhöht? Ich muss mir eben kurz den Unterschied nochmal mir angucken. Nö, Standard, ne? Standard. Ja, Standard. Jawohl, beginnen wir da und setzen das hier einfach immer Stück für Stück dran. So. Und jetzt gleich wird es ein bisschen kniffliger, denn hier kommen wir jetzt schon sehr nah dran. Das könnte fast schon zu nah sein. Aber gut, wollen wir es so realistisch haben? Könnte es natürlich hier erhöht machen, ne? Dann passt da vielleicht trotzdem noch ein Zug unterher, aber das macht dann auch wenig Sinn. Auch die normale Zweier ist dann nicht anders. Können wir auf dieser Seite noch ein bisschen weiterführen eigentlich. Wobei ich sehe gerade, dass der auf der gegenüberliegenden Seite dann ein schwarzes Feld hinterlassen würde. Das ist natürlich schlecht. Können wir eigentlich hier direkt auch nochmal machen, dann sieht das hier auch ein bisschen besser aus. Ich muss mal noch darauf achten, dass es auch noch bergab geht hier. Achso, und es kostet übrigens auch Geld. So. Sieht doch ein wenig schöner aus, wenigstens. Meine ich zumindestens. So. Wunderbar. Perfekt. Wir können uns das mal eben anschauen. Der andere, die Dampflok fuhr immer so hoch mit maximal 30 km/h später, ne? Genauso voll beladen. Sogar noch schwerer. Meine ich. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, und jetzt schon schneller unterwegs. Messen Sie mit 37 km/h. Top. Gefällt mir. So, und wisst ihr was? Jetzt warte ich noch mal ein bisschen. Ich meine, noch mal ein bisschen auf Geld. Wegen des nächsten Passagierzugs. Da mache ich dann vielleicht kein Krokodil, sondern auf Vorbereitung darauf, dass er später noch nach Lorsch weitergehen soll, vielleicht dann die nächste E-Lok, die AE47, die, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also AE4/7. Die können wir doch dann hier hochtuckern lassen, weil auch die hat ja... Ja, ein bisschen Steigung vor sich. Oder halt die Flying Scotsman. Da kommt sie gerade vorbei. Oh, noch andere. Ach, schaut mal eine an. Oh, schöne lange Liste. Die Baureihe 89, die ist wieder klasse für so kleinere Fahrten. Brauchen wir aber nicht. Lokomotiven, das ist die hier. 40 km/h, ist eine Tenderlokomotive. Also ist natürlich... Ja, die preußische 89 hatten wir hier oben. Das ist einfach eine abgewandelte Variante davon. Und die Flying Scotsman, die hat auch ordentlich Leistung.
und kann halt 120 km/h fahren, ne? Das ist halt wirklich ein Hochgeschwindigkeitszug. London, York, Newcastle. Also von daher. Wobei die schon fast eher dann als Langstreckenzug lohnen würde, wenn wir mal ehrlich sind. Anstatt. Die dann einzusetzen auf dieser kurzen Strecke. Aber die Strecke soll ja in ein paar Jahren erweitert werden. Von daher könnten wir das natürlich trotzdem machen. So, was haben wir noch bekommen? Neue Passagierwagen? Nein, es sind. Da war doch noch mehr in der Liste. Oder sind das jetzt die hier? Die sind nämlich teurer. Aha, das sind also neue. Nur ab 1925. Jo, das sind neue Vorortwagen. Ja. Das ist natürlich schön. Dritte Klasse. Hat doch schon gleich ein bisschen mehr, ne? Kostet gleich mal ein bisschen mehr. Aber auch 80 km/h. Von daher, wenn wir wirklich die Flying Scotsman einsetzen, würde ich natürlich auf. Naja, Dreiachser oder Donnerbüchse gehen. Das muss ich mal durchrechnen. Taschenrechner. ich mache es ja immer so, ich weiß, dass das nicht die einzige Prämisse ist, aber Kapazität durch die Betriebskosten, damit ich weiß, was kostet mich ein Passagier. So, sozusagen. Ne? Das müsste eigentlich eine ganz gute Variante sein. Hat sich zumindest in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut so bewährt. Okay, beim ersten. Blödsinn, ich bin so doof. Ja, toll, die sind genau gleich. Pro Passagier 6.585. Dann ist es mir egal. Dann nehmen wir einfach wegen neuer, also nicht wegen manuell neuer, sondern weil sie neuer ist, dann die Donnerbüchse. Okay, die Flying Scotsman kostet, ach du heilige Kanone. Bitte was? stopp, vielleicht nehmen wir nicht die Flying Scotsman, vielleicht nehmen wir die A35. Ist günstiger. Kann auch 100 km/h fahren, reicht dafür auch noch locker aus. Moment, die Triebwagen, nee, die wollten wir nicht nehmen. Genau. 100 km/h sind also Pflicht für die Lok. Da würde sich also eh dann das Krokodil halt nicht für lohnen. Da müsste man. Beim Krokodil würde ich dann hier die Vorortwagen wieder nehmen. Okay, aber es würde sich ja tatsächlich auch noch die A35er lohnen, beziehungsweise als Mod wegen mehr Leistung die 108er hier, beziehungsweise die sind 85 km/h. Nein, dann nehmen wir die offizielle Lok, die Jura Simplon und Gotthard Bahn. Für Personenverkehr. Das passt auch ganz gut. Wählen die mal aus. Und wählen dann. Was kostet uns ein Waggon hier? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Das reicht auch. 85 Passagiere reicht locker flockig aus. RB01. Bitteschön. Weg frei. Ah, da kommt sie. Wunderschön. Fahren jetzt parallel zu der anderen mal wieder, zu dem Krokodil. Das muss aber anhalten. Ist doch eh fast nicht beladen, Mann. Ist doch schade.
So, Thumbnail machen wir wieder hier, ne? So, habe ich jetzt auch für diese Folge erledigt. Und dann, gut, ist jetzt natürlich extrem kurz, ne, aber passt halt sehr viel rein in diese Donnerbüchse. Trotzdem nur mittelmäßige Leistung. Aber selbst bei mittlerer Steigung in 5 Minuten auf 100 km/h. Okay, pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Also lohnt sich zwar eigentlich überhaupt nicht wirklich, aber ich setze hier mal einfach nach hier nochmal ein Signal, damit die Dresden gleich schon mal losfahren kann. Aber eigentlich könntest du noch mal eben zurückfahren. Kann sie leider nicht. Okay, versuchen sie mehr Steine anzuliefern. Das müsste aber ja schon besser sein. Weil immer noch sehr, sehr viel wartet. Und eigentlich nichts mehr im Lager ist dann. Oh, dann müssen wir mal schauen, ob wir noch mal einen zweiten Steinbruch irgendwo finden und den anzapfen, aber ich sehe keinen, der, ja, hier unten einer, ne? Bis wir da oben sind mit unseren derzeitigen Loks, das dauert zu lange, das wird niemals akzeptiert. Wäre halt die Variante, man nehme zwei Steinzüge, also zwei Steinzüge, ne? Das wären die Züge aus Stein. Praktisch den hier in Doppelbesetzung, einmal hin, einmal zurück, dann so, zack, zack. Müssen wir machen. Aber nicht jetzt, wir haben gar kein Geld. Okay, wie lange braucht der RB01? 6 Minuten. Toll. Das ist gut. Das ist echt gut. Ist halt jetzt nicht wahnsinnig lang, ne? Ist jetzt nicht besonders imposant irgendwie. Aber ist ja trotzdem schön. Nicht jeder Zug muss extrem lang sein. Gott, da strömen die Leute aus den Zügen. Wahnsinn. Der fährt jetzt natürlich nochmal leer, ne? Ganz klar, da wartet noch niemand. Wartet hier schon jemand? Nein, auch im Moment noch nicht. Kommt vielleicht noch. Hoffe ich zumindest. Das wäre sonst ein, nicht so gutes Unterfangen. Okay, aber wisst ihr was? Ich beende jetzt hier erstmal diese Aufnahmesession und bedanke mich wie immer fürs Zusehen der letzten Folgen und fürs Ansehen der letzten Folgen. Und, ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie immer, ne, hau raus. Hau raus, Digga. Und ich hoffe, es macht immer noch Spaß zuzusehen. Kann ich schlecht beurteilen, weil ich spiele es wirklich sehr gerne. Und boah, ist das hier steil. 68 km/h schafft ihr aber immerhin. Puh, ordentlich. Also gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Over and out.